Hallöchen Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA Online. Und zwar nicht nur alleine mit mir, sondern der Nextrap ist auch irgendwo hier in Los Santos unterwegs. Hallo Nextrap, hörst du mich noch? Hallöchen, ja, ich höre dich klar und deutlich. Wunderbar. Ja, wir machen weiter Missionen. Trap wird mir ein bisschen helfen, aber bevor wir die Mission starten, wollte ich nochmal, wie man im Hintergrund sieht, in den Ammo Nation. Und mir nochmal das verbesserte Zielfernrohr für das Sniper kaufen. Ich muss das so an die Cops abschütteln. Ja, alles klar, mach das mal in der Zeit. Dann kleide ich mich auch mal ein bisschen um. Wie man sieht, ich habe schon wieder einen Haufen Kohle. Schon fast eine halbe Mille. Deswegen kann ich mir das hier wieder locker leisten. Ich habe nämlich ab und zu mal mit Trap in den letzten Tagen Stress auf dem Dach gespielt. Natürlich so. Ja, mit meinem anderen Charakter wollte ich noch schnell sagen. Ja, was gab es da? Ja, da gab es ja am 2. Mai diesen Boost. Und das hatten wir ein bisschen ausgenutzt gehabt. Genau, das Doppel-RP und Doppel-GTA-Dollar-Wochenende oder die 2 Tage waren das, glaube ich, nur. Genau, das lief, glaube ich, bis gestern. Ja, gestern hatte ich aber leider Probleme mit Xbox Live, deswegen auch nochmal an die Leute, die gestern jetzt nicht mitzocken konnten wegen GTA Crew, beziehungsweise sich gewundert haben, wegen der GTA Crew Session, das hat leider nicht funktioniert, weil Xbox es leider nicht wollte. Aber heute läuft es wieder und ja, mal schauen, wann wir die nächste Session starten. Ich werde euch auf jeden Fall nochmal Bescheid sagen. Hast du die Cops abgehängt, Trap? Ja, ich bin gerade ein bisschen am Shoppen, also wenn du bereit bist. Dann können wir eigentlich auch schon. Gut, nee, weil das Erste, wir müssen sowieso abwarten. Ich muss Gary anrufen, weil er schickt mir die ganze Zeit gewaltsame Übernahme. Die habe ich noch nicht gemacht, aber ich kann die in der Missionsliste hier nicht auswählen. Deswegen rufe ich ihn mal an und hoffe, dass er mir die Nummer schickt. Na klar. Wenn nicht, habe ich noch eine andere Mission, die wir machen könnten aus der Liste. Dann mein Cola erstmal schnell in die Bank ein. So, Gary wurde angerufen. Ich hoffe, er schickt uns jetzt gewaltsame Übernahme. Ich bin bereit. Ich hab Abflug. Ich hab Death Metal bekommen. Nee, dann machen wir erstmal die andere Mission. Okay. Kann mal kurz anhalten. Handy nicht. So, Start muss ich. Jobs. Nein, nicht meine Jobs. Von Rockstar stellt. So. Jedes Mal drücke ich da drauf. Und zwar gewaltsame Übernahme. Die wird mir geschickt, aber wie ihr seht, ist die hier leider gar nicht in der Liste. Deswegen machen wir erstmal dämonische Geschäfte. Ich glaube, die haben wir auch noch nicht gemacht. 2 bis 4 Spieler, aha. Wir sind ja 2. Das reicht. Vielleicht kommt ja noch irgendwer. Ja, wer weiß. Okay, wird erstmal auf schwer. Muni für alles kaufen, Panzerung. Und alle aus aktueller Sitzung einladen. So, Nextrap-Einladung ist raus. Schon. Macht bei mir gerade nichts. So, Moment nochmal. Nicht übertreib, ganz ruhig, sonst kommt Oma Xbox nicht hinterher. Ja, meine ist ja noch ein bisschen älter als die von dir. Oh, dann ist noch schlimmer. Dann passt bloß auf. So, bereit? Ich bin bereit. Okay, dämonische Geschäfte. Ich habe da eine Idee, wie wir von TP Interscope unsere Geschäftsinteressen durch Synergien fördern. Das Tagesgeschäft muss einfach profitabler werden. Mushroom Hank hat sich bereit erklärt, Motorräder von uns zu kaufen. Also klaust du ein paar von den Lost und lieferst die bei ihm ab. Wir würgen den Motorradfuzzis eins rein und machen Schotter damit. Siehst du, solche geniale Ideen kriegt man auf Crystal. Naja, dann Ron. Also ja, Ron. Oder Ronald Jakowski. Ja, so. Dann sollen die mal ein bisschen mehr Crystal rauchen, dann kriegen die auch wieder genialere Ideen. Naja, ich weiß ja nicht, ob das über längeren Zeitraum gut geht. Naja, aber gibt es keine Ideen mehr. Ja, bei den Leuten hier in Los Santos, die sind irgendwie dran schon gewöhnt, oder nicht? Ja, entweder sterben sie an den Drogen oder an den genialen Ideen, die sie durch diese Drogen bekommen. So, ja, ich glaube aber, die Mission habe ich sogar schon gemacht. Oder es gibt so eine ähnliche. Es gibt nämlich eine mit Motorrädern und eine mit Transportern. Schauen wir einfach mal. Beide sind auf jeden Fall am gleichen Platz und eigentlich gleich aufgebaut. Es gibt jeweils 3 Transporter oder Motorräder und du musst eins davon klauen und zu einem bestimmten Punkt bringen halt.
Oder liefern. Ja, deine Corvette ist natürlich viel übertrieben. Trap hat sich nämlich eine Corvette gekauft. Oh, du bist ja fies. Fährt er gegen so einen Felsen gegen und er rutscht auf die Straße. Oh, du bist an einem vorbeigefahren. Halt. Nee, nee, du musst auf mich ziehen, Freund. Hier, bitte. Einmal Packung. Dann muss man kennen, ne? Das kann man hier. Ja, hier sind überall welche. Krieg auch schon ordentlich Schüsse ab. Ah, ich krieg von hinten irgendwo. Das sehen noch nicht. Ich sehe nur irgendwie auf dem Radar hinter dem. Ich glaube hinter dem Trailer. Ja. Warte, ich fahre eine Runde, dann siehst du sie wieder. Ja, ich sehe schon zwei da hinten. Beim Motorrädern. Oh! Das sind ganz viele. Ich wollte gerade was essen, aber ich spare es mir lieber noch. Apropos, ich hätte meinen Laden vorbeifahren sollen. Wow, hier stehen ja drei Typen. Oh, oh, ich bin fast gestorben. So, jetzt esse ich auf jeden Fall was. Und steige auch mal aus dem Auto. So, zwei habe ich. Ne, ich möchte meinen. Naja, wir versuchen mal mit der AK zu schießen, haben wir uns geholt und bis jetzt nicht einmal geschossen damit. Ich habe die mir jetzt auch gekauft, aber auch noch nicht dann geschossen. Macht auf jeden Fall gut Damage, ups. Aber ist ja eigentlich egal, ob du mit der Waffe einen Header machst oder mit irgendeiner anderen, da brauchst du sowieso nur einen Schuss. Lauf mal einfach mal mit der Pistole rum. Können wir auch machen. Wo ist denn der? Die habe ich auch noch nicht ausprobiert. Oh, ach, der ist in diesem Wohnwagen drin. Oh, die ist auch geil. Ja, zeig mir deinen Kopf. So mit der Billigknarre rumschießen. Boah, da ist ja einer. Oh Gott. Den nicht. Ich muss noch was essen. Zack, schnell. Nein, Bisswasser. Ja, doch, hätten wir ja trinken können. Aber es ist leider, halte es uns nicht. Hier hinten ist auch noch irgendwo einer. Ach, der steht hier. Zwei, aber. Okay, der hinter ist den Wohnwagen, glaube ich. Auf dem meinen. Ach, deine Frau lag schon auf dem Boden. Hallo, Freunde. Die haben sich aber lieb. Den anderen habe ich auch. Guck mal, sind Arme und Arme eingeschlafen. So. Ach, dieser eine Typ im Wohnwagen, den hole ich mir nochmal schnell. Das ist klar, ich versuche mal mit dem Moped abzuhauen. Oh Gott. Wollte er mir eine geben. Da ist wieder einer gespawnt. Ich hole ihn. Da kommen zwei Motorräder. Oh, ich bin fast tot. Ich hab mir auch nochmal schnell ein Motorrad. Nein, nein, nein. Ich darf keinen Schuss abbekommen. Treff ihn doch! Oh, sorry, sorry! Nein! Ey, und dann wird man wieder von seinem eigenen Kameraden umgebracht. Ah, ich bin nicht so mit Motorrädern. Wir hätten die erstmal abknallen müssen, beziehungsweise die auf Motorrädern. Nein. Siehst nee, das war gerade gar nicht gut. Das Motorrad mir zu schnappen. Na egal, das werden wir auch noch so packen. Ey, das geht auch um meine Kappe. Ich werde wieder ordentlich was ab. Aber ich hoffe, es kommen nicht unendlich viele Motorräder. Oder kommen wieder welche? Nee, nee, Freunde, nicht mit mir. Von links kommen zwei. Ja, ja. Ich hab ihn nicht. Ja, ich hab ihn nur angeschossen. Er ist wieder oben. Zeig mir dein Gesicht. Na super. Er ist sowieso umgefallen. Jetzt hat. Oh! Freundchen. So, jetzt noch mal schnell was essen. Ich hab gar nicht mehr so viel. Okay, ein paar Ego-Chaser. Und P's and Q's. Ja. Ach, da steht er. Hinterm Motorrad, genau. Oh, ich muss wieder zielen. Ja. Der war zwar so schlecht daneben geschossen, aber trotzdem habe ich ihn getroffen. Was ist denn das? Naja. Das ist man versucht daneben zu schießen, trifft. Versucht man zu treffen, trifft man nicht. Ja, ja. Oh, hier liegen noch meine Dollars. Meine 5. Ja, die habe ich extra nicht aufgehoben. Oh, du bist ja nett. Für einen Krankenhausaufenthalt hast du mir die übrig gelassen.
5 Euro für eine Packung Schmerzmittel. Nee, für eine Packung Kippen. Ich bin ja nicht Raucher. Ach, dann wirst du halt zum Raucher hier in Los Santos. Genau. Was, Moped ist aber recht schnell. Ja. Biker Brau, Das Ding sieht doch irgendwie alt aus, oder nicht? Da hinten drauf. Joa. Geht eigentlich noch. Wahrscheinlich soll nur ein bisschen vom Style ein bisschen älter aussehen. Ich würde eigentlich hier über die Butnik fahren, aber wir haben ja noch ein Leben, wenn ich mich jetzt packe und sterbe. Ist, glaube ich, nicht so gut. Oh, oh. Okay, nächstes Mal ziehe ich nicht die Handbremse, wenn Gegenverkehr kommt. Was ist bei mir passiert? Plötzlich ein Ladebildschirm? Boah, jetzt stehe ich hier in der Welt und kann nichts machen. Auf was? Komische Bug, der. Ja. So, wir haben dämonische Geschäfte erfolgreich beendet. Schön. Zwar gab es Verluste, aber wir haben es trotzdem noch gepackt. Aber ich hab kein Level abbekommen. Mir fehlen, glaube ich, noch so 1000. Bei mir fehlt auch noch ein bisschen, glaube ich, für 34. Aber wir haben einen Zuschauer, ich kann nicht mitbekommen. Ach, der Zitronenweiler. Oh, guck mal, ein Job für einen Titan. Wollen wir das machen? Können wir gerne machen. Mach mal die noch schnell. Und dann gibt's gewaltsame Übernahme. Vielleicht in der nächsten Folge. Mal gucken, wie Gary so möchte. Ich wundere es auch, dass ich ihn nicht auswählen kann. Schon mehrmals von ihm bekommen, aber auswählen kann ich die nicht. Wer weiß, vielleicht ist das ja eine einzigartige Mission. Die kommt nur einmalig. Nee. Nee, das macht Wax nämlich. Ja, ein bisschen fies. Also wäre schon cool, wenn sie mal Events veranstalten würden mit Maps, die es dann halt nur über den Zeitraum gibt. Ja. Na, warten wir mal, bis sie drin sind. Ein Job für einen Titan, lese ich das mal vor. Ich vermute, du hast von Meriwether Security gehört. Diese Mietkriegerfirma, die im Nahen Osten Milliarden verdient. Jetzt will sie ihr Geschäft ausweiten. Ein paar Partner von mir würden gut für einen Titan zahlen, wenn man sie Meriwether am Flughafen von Los Santos abnehmen könnte. Flieg mit einem Helikopter rein und halte dich auf dem gesperrten Luftraum aus dem gesperrten Luftraum raus. Die Käufer warten am Flughafen von Sandy Shores. Ja, das werden wir wohl locker packen. Wenn wir das nicht packen, oh mein Gott. Sollen erstmal Titans kommen. Nee, die habe ich auch schon alleine gemacht vor ein paar Folgen. Oder? Die ist eigentlich easy. Deswegen schnell verdientes Geld. Schauen wir mal. Titan, warum spawnen wir in der Butnik? Titan. Zitrone. Wo ist die Erdbeere? Es gibt sogar noch einen Kiwi. Kiwi gibt's auch. Ach ja. Du Scheiße. Die Obstgang. Ohne Scheiß, vor denen solltest du dich in Acht nehmen. Die sind very, very danger. Voll die Harten. Wartet einer zumindest mal auf den einen? Achso, der rennt irgendwo anders hin. Wahrscheinlich wurde sein Auto an der Seite geparkt. Ach ja, hier steht's wirklich. Wie schnell ist denn das Auto von Zitrone? Was hat denn der ein Königseck? Ich weiß es nicht, was er hat. Ich glaube. Ja, diese super Sportwagen. Und tschüss, da hat sich gerade einer verabschiedet. Nee. Oh, soll ich dir helfen? Warte. Ich hätte dich da runtergeschoben. Oh, verdammter Heckantrieb. Ich komme nicht weg davon. Nein, warte, ich drehe um. Warte, kann ich irgendwie runterfahren? Na? Boah, wie der Edda gerade an mir vorbeigeschossen ist. Nein, schnapp mir einfach schnell ein anderes Auto. Warte, ich schieb das da runter. So, kommst du gerade? Ja. Steig erstmal ein, wenn es wieder geht. Nö, ja, ich bin hier unten gerade. Ach so. Ich bin ruhig nach unten. Ja, nicht, okay. Dass er umfällt. Nee, aufs Dach. Okay, alles gut, alles gut. Alles Gute, jetzt ist die Mission zwar schon vorbei, aber egal. Wir haben trotzdem Nextrap geholfen. Ach, meine arme Karre. Muss ich eh erstmal dran gewöhnen. An die Lenkung von dem.
Wenn ich tausche, mal kriegst du meinen Tailgater erstmal. Was für ein Kerl ist das, Tailgater? Ja. Hab ich noch nie gesehen. Das ist der Audi S, ich weiß nicht, ob das ein A8 ist oder ein S, ein A8, ne? A6 oder ein A4 oder ein S4 oder ein S6. Aber sieht eher aus wie so ein S4 oder RS4. Da kenne ich mich ja überhaupt nicht aus. Da bist du ja eher der Pro da drin. Pro. In Sachen Autos natürlich. Naja, es geht halt auf jeden Fall. Auf jeden Fall sieht es aus wie so ein Audi. Irgend so ein Audi. So, oh, du bist auch schon am Flughafen. Ich bin jetzt auch gerade beim Reinfahren. Gib Gas! Weil die Rampe hätte ich mal nehmen sollen. Nein, jetzt bin ich wegen dir auch hier lang gefahren. Wir müssen rechts lang. Achso. Ich würde einfach nur reinheizen. Ich habe mich jetzt an dem Punkt da hinten orientiert, an dem Weißen. Wo so, bist denn du jetzt hin? Hier? Kommt man hier rein? Ja, rechts neben der Einfahrt. Rechts von diesem Beton, von dieser Betonmauer. An der kleinen. Ganz, das durch den Zaun hin. Ja. Achso, so eine Ramp? Ja, genau, das ist die andere Seite. Da kannst du auch reinfahren. So, ich bin da. Jo, ich auch. Ich hab's auch noch geschafft. Die anderen warten da hinten irgendwie. Ah, der dreht sich nochmal. So, zwei aber. Ich glaube, die snipen. Ich hoffe nicht auf mich. Nein, nein, nicht die Gegner. Unsere Freunde. Ja, hier sind schon ein paar weggesniped worden. Oh. Ich hab fast gegen dich gekommen. Ja, das ist... Das kennt man ja nicht anders. Nein. Vorsichtig, bloß nicht den Truck bzw. den Titan zerstören. Sonst sind wir im Arsch. So. Wie soll ich einen Schuss von links abbekommen? Na, wo ist denn der Lump? So. Boah, das Ding ist... Der Titan, der sieht ja krass aus. Ja, das ist der Titan. Hast du den Titan noch nicht gesehen? Oder die Titan? Nö. Irgendwer muss den Truck da wegfahren. Warte mal, ich mach nicht. Machst du? Weil ich wollte unbedingt fliegen, deswegen habe ich mich schon reingedrückt. Oder willst du fliegen? Nee, dann stürzt mir noch ab. Egal. Irgendwann musst du immer das erste... ja, du musst eigentlich den... Mach das jetzt bloß nicht kaputt. Warte. Da kommen Feinde, ne? Ich kann ja gar nicht rausschießen aus dem Titan. Muss den wegschieben. Was geht das nicht? Super, jetzt haben wir da einen Wrack mitten auf der. Ja, genau, ja, super, er schiebt ihn schon weg. Jawohl, das reicht schon. Okay. Den Truck kannst du glaube ich auch stehen lassen, da müsste ich durchkommen. Nein, jetzt wird sie abgeschossen. In den Rücken. Ich guck grad nur so, hey, da kommen ja wieder zwei Jeeps. Und unten rechts fällt nur noch der Trap um. Leute, ich bin gleich tot. Oh, 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 wenn ich jetzt sterbe, kann ich nicht respawnen. Deswegen muss ich schnell was essen. Nein. Heute ist überhaupt nicht mein Tag, ganz ehrlich. Ich werde immer nur geschossen. Ja, die spawnen jetzt hier gerade immer wieder. Blöde aber an der ganzen Sache ist, dass dieser Jeep da nicht stehen bleiben darf. Er wird schon mal diesen Bug. Ich bin jetzt irgendwo in der Butik, stehe hier rum und ich kann einfach nur meine Kamera schwenken. Mehr kann ich nicht. Super. Ah, Zoom. Naja, immerhin ein bisschen noch. Na, wie ging? Komm, Reiter, schnell rein. Hey, ich kann irgendwie schießen. Zitrone, kommst du auch? Ja, der Truck war gut geparkt. Der hat nur ein bisschen gestört. Kommt Zitrone auch mit rein? Oder möchte Zitrone nicht? Kurioser Bug. Er möchte nicht. Dann fliegen wir mal alleine los. Boah, nicht umkippen.
Titanen. Boah. Irgendwie will das Ding nicht mehr richtig, weil das hat voll lange gebraucht, bis es in der Luft war. Da auch schon ein paar Schüsse hinter sich. Und der zieht ein bisschen nach rechts. Der fühlt sich auch ganz anders an. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich so einen geringen Flugskill habe. So ist mit dem Charakter hier. Haha, wenn ich fliegen würde, ey. Bei mir ist der Balken, glaube ich, noch ganz unten. Aber der reagiert ganz anders, auch verzögert. Also viel mehr als sonst schon. Kann aber auch sein, dass das Ding einfach nur ein bisschen angeschossen wurde und dadurch kaputt ist. Müsste man irgendwann anders nochmal ausprobieren. Sturzfluch! Ich guck mir hier den Strand einfach mal an, die Sonne hier untergeht. Ich kann das nicht tun. Wassergutachten. Kannst du ein Flugzeug schnappen und uns hinterherfliegen? Ich kann nichts machen. Achso, stimmt ja, du bist ja verbuggt. Ja, manche Leute schaffen es aber, sich dann zu bewegen und obwohl sie tot sind, da noch mitzumachen. So gesehen habe ich auch gar keine Figur, ich bin einfach nur Achso, eine Kamera, also eine Kamera, genau, die einfach die da nicht vorhanden, ja. So, ich glaube, ich bin fast da. Da hinten müsste die Landebahn sein. Oder? Wo ist sie? Es ist so neblig, ich sehe nichts. Ach doch, da unten ist sie schon. Oh, ich bin die ganze Zeit mit Fahrwerk offen gefahren. Na ja, egal. Warte, ich bin Unterschied. Beim Fliegen, oder? Eigentlich, naja. Man verbraucht auf jeden Fall einen Haufen Treibstoff mehr. Und im Spiel meinst du, oder? Nee, in echt, also in Wirklichkeit. Hier im Spiel ist es eigentlich Wumpe. Ich glaube aber, es ist trotzdem instabiler, das Flugzeug. Sollte es eigentlich sein. So, ja, man merkt, irgendwie neigt er sich immer weiter nach rechts. Egal, Hauptsache reingekommen. Madame hat das Teil abgeliefert. Vielen Dank an Nextrap, den Rider und Zitrone. Ich würde sagen, das war es erstmal für diese Folge. Und gewaltsame Übernahme, hoffe ich, machen wir dann mal in der nächsten. Oh, ich habe noch ein Level up. Ich auch. Geile Sache zum Abschluss. Ja, okay, dann danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.